Allein für diese Aussagen, den mal wirklich das Tor mal hier zudonnern. Als es dann hieß, Old Trafford, Manchester United, habe ich gesagt, ey, Gala wird das machen. Mit einem Sieg, und das ist auch die einzige Option, du musst gewinnen. Ali Koç hat angerufen. Er will mich wegen dem letzten Video gegen ihn verklagen. Ich glaube, das war's erstmal mit Deadpool 3. Dieser miese Wich. Frohen Vorzember, ihr Pisser. Alles oder nichts. Und damit ist nicht Hatars Label gemeint, sondern wir stellen uns die Frage, kann Galatasaray am Dienstag ins Achtelfinale der Champions League einziehen? Worum geht es? Wer sind die Verletzten? Wie ist die Form beider Mannschaften? Wer ist ein Spiel, auf die man achten müsste? Und natürlich eine knackige Prediction von uns. Auf jeden Fall. Ich hätte gesagt, Freunde, lasst ein Abo da, falls ich es noch nicht gemacht habe. Und kommentiert, was sind eure Meinungen zum Spiel? Wird Galatasaray am Dienstag bewerkstelligen können, selbstständig ins Achtelfinale einzuziehen? Ja, Mann. So, wo fangen wir an, Freunde? Ich hätte mal gesagt, wir fangen mal mit den Ausfällen von Gala an. Wer könnte oder wird denn fehlen? Da ist mal der Experte. Mahonski. Komm. So, es ist ein bisschen schwieriger, weil Davinson Sanchez fehlt seit 2 Wochen. Hakim Ziyech hat jetzt eine kleine Verletzung erlitten. Zaha und Abdülkerim. Khan Ayhan auch, aber die haben jetzt gespielt im Adana-Spiel. Alles so Wehwehchen gewesen. Ja. Ich denke, also, ich denke mal, jeder wird im Kader sein. Sanchez auch. Der ist auch im Mannschaftstraining wieder gewesen. Also ich denke, man wird keine Ausfälle haben. Also ob die dann fit sind, der eine oder andere, aber alle werden im Kader sein. Wir werden auch eine Aufstellung predikten von Gala, wie Okanbrück vielleicht aufstellen könnte. Aber zu Gala eigentlich sollten alle im Kader stehen. Bei Kopenhagen sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe 3 Ausfälle erkennen können. Einmal den Linksverteidiger Bürger Mehling. Ah, den. Den Bürger. Kennt man, ne? Den zum Glück fällt er aus. War auch im Hinspiel gegen Gala, sowohl gegen Bayern. Hinspiel, Champions League, war auch am Start. Nicht nur er, sondern auch der Innenverteidiger David Kocholava. Der fehlt aber schon seit längerem, hat die Saison nicht so viel gespielt. Aber dafür letzte Saison war eine Stammpersonalie. Auch bei der Champions League-Gruppe mit City, Sevilla und Dortmund, genau. Immer Stamm gespielt. Und ein 19-jähriger defensiver Mittelfeldspieler, William Klemm, fehlt. Dieser junge Mann ist gut in die Saison gestartet, hat Minuten bekommen, auch wirklich Startelf-Einsätze und Kopenhagen hat unter ihm gut gespielt, die Siege eingeholt. Dieser junge Mann wird Kopenhagen auch fehlen. Das zu den Ausfällen. Wie könnte man jetzt mit diesen Ausfällen umgehen, wenn wir über Gala sprechen? Okanburg, welche Elf wird er reinschicken? Also ich denke, er wird dieses Impfzeiger-Duo, was gut funktioniert hat, vor allem auch in der Champions League, nicht brechen. Und Davinson Sanchez wird auch auf jeden Fall spielen wollen. Ich gehe von, es sind keine Insider-News, es ist nur meine Einschätzung. Abdülkerim, Davinson Sanchez, das Impfzeiger-Duo. Ich glaube, Nelson wird es machen, weil Davinson Sanchez war eine muskuläre Verletzung. Aber das... Schau mal, das Ding ist, es gibt Punkte, die dafür kann man nicht sprechen aufspritzen dagegen. Oder was spricht für Nelson? Er ist der Fittere. Es ist eine Ex-Mannschaft. Vielleicht kennt er einfach diese Bedingungen auf diesem Feld, in diesem Stadion. Und er hat letzte Woche mit Abdülkerim relativ gut gespielt, außer dieser Handelfmeter. Ja. Was spricht für Davinson? Ich finde, Davinson ist ein natürlich athletischerer. Und wenn du gewinnen willst, willst du höher stehen. Ergo, du hast hinten mehr Räume und ein Davinson kann diese Räume besser wieder kompensieren als ein Nelson. Aber, und jetzt kommt, du hast ja mit Boye einen schnellen Außenverteidiger und jetzt kommen wir zu unserer Linksverteidigerposition. Wenn denn Barış spielen sollte, der auch nochmal eine Menge Tempo mitbringt, wäre das auch nochmal ein Punkt, wo man sagt, ja okay, könnte man vielleicht auch hier mit nochmal kompensieren. Der was Rechtsflügel, ich glaube, er heißt Ahoudi, ja. Ist kein langsamer. Er ist flink. Und die Mannschaft an sich ist schnell. Die spielen schnell im Fußball, ja. Wenn sie nach vorne gehen. Badoš wäre, was die Geschwindigkeit, was das Tempo angeht, der logischere Pick. Angelino ist halt erfahrener, hat viel, viel mehr Spiele auf dieser Position bestritten. Und ist auch nicht langsam. Deswegen wird wirklich schwierig. Also was sagt ihr links? Linksverteidiger. Oh, weißt du was, ich glaube, der wird echt mit Badoš spielen. Ich sage auch Badoš. Ich denke auch Badoš. Seit 2 Spielen funktioniert es gut. Ja, aber Champions League. Ja. Könnte echt in die Hose gehen. Könnte echt in die Hose gehen. Ich glaube, Angelino ist so weniger Risiko, aber du weißt auch, so welche Lücken er hat. Bei Badoš, er könnte halt ein überragendes Spiel machen oder er könnte halt gegen dieses europäische Niveau es nicht gewohnt sein und völlig untergehen und 2, 3 Großchancen hergeben. Aber, ja, aber Okanburuk hat wirklich immer diese Eier, ich sag's mal auf gut Deutsch, und macht einfach, ich glaube, der wird Badoš spielen. Wer macht's dann auf der Doppel-6? Torreira und Khan Ayhan. Denke ich auch, ja. Nächste Baustelle, die 3 Offensive. Tete hat ja super performt, glaubst du, es wird schon reichen für einen Stammplatz? Wenn wir bedenken, dass Kopenhagen eine dynamische, kampfbetonte, dynamische Mannschaft ist,
wird, glaube ich, auch Tettes Rückwärtsbewegung hier erforderlich sein. Ziyech, wie gesagt, leicht angeschlagen noch. Ich glaube, er fängt mit Tette an. Links wird Zaha spielen und auf der klassischen 10, wie sehr oft diese Saison, Kerem. Mhm. Echt jetzt? Und Mertens im Sturm. Hat doch super gespielt letztes Jahr. Ja, aber dieses läuferische, kämpferische. Ja, ja, Mertens ist aber so wichtig für Gala. Aber ja, ein Mertens Zaha. Ruft halt nicht immer ab. Ich glaube, Mertens ist echt zu Hause. Du brauchst Kreativität, dann ist Mertens der perfekte Spieler. Aber so auswärts, weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, Kerem wird auf der 10 starten und im Sturm natürlich Bakambu. Icardi. Ah, sorry. Und so ungefähr wird Kopenhagen auflaufen. Das ist wahrscheinlich die Aufstellung für das Spiel gegen Galatasaray. Auf wen muss man besonders achten? Also vor allem das offensive Mittelfeld mit einem El Yunusi, der auch gute Jahre, gute Erfahrungen bei Southampton der Premier League gesammelt hat. Achuri hast du schon genannt. Ja. Viele Assists, viele Scorer schon in der dänischen Liga. Sehr, sehr spritzig, hat eine gute Champions-League-Saison bis jetzt gespielt. Dann haben wir einen Rooney, oder Rooney wird er sogar genannt. 18 Jahre jung, mieses Talent auf dem Zettel von ganz, ganz vielen europäischen Top-Clubs. Juve, Milan, Leverkusen. Also der wird nicht mehr lang bleiben. Der spielt eine überragende Champions-League-Saison. Hat auch schon einige Scorerpunkte in der Liga oder allgemein in der ganzen Saison schon gesammelt. Und der Torwart, Achtung vom Torwart. Torwart hat den höchsten Marktwert bei denen. Ja, der, ey, auch wenn er menschlich ein Chöp ist, aber er ist echt ein guter Super Torwart. Hoffentlich zahlen wir ihm wirklich seinen Disrespect heim. Ey, das super Torwart. Das Mindeste, was die Galaspieler machen müssen. Allein für diese Aussagen, den mal wirklich das Tor mal hier zudonnern. Kopenhagen hat jetzt in den letzten Spielen 3 Niederlagen und 2 Unentschieden eingefahren. Oder ein Unentschieden, ein Sieg. Ein Unentschieden war aber gegen Bayern München auswärts. Ne? Da waren sie auch richtig stark. Und der eine Sieg war jetzt im Pokalrückspiel, wo sie jetzt trotzdem raus sind, weil sie im Hinspiel 2-0 verloren haben und jetzt nur 2-1 gewonnen haben. In der Champions League können wir mal drauf achten, die haben auswärts gegen Galatasaray 2-0 geführt, dann noch 2-2 Unentschieden gespielt. Dann haben sie zu Hause gegen Bayern München 1-2 verloren, war aber ein super Spiel von denen. Musiala ganz spät mit dem Siegtreffer. Dann kam dieses knappe 1-0 Niederlage gegen Man U in Manchester. Wo Onana in der letzten Minute noch den Elfer gehalten hat, sonst hätten die da auch einen Punkt. Und da hatten sie auch, wir haben das Spiel teilweise gesehen, Powerplay von denen, wirklich viele, viele Flanken. Sie sind sehr physisch stark. In Kopenhagen lief es dann besser. 4-3 gewonnen gegen Man U. Wahnsinn. Das letzte Spiel war dann eben gegen Bayern auswärts 0-0. Also, die haben auch viele Chancen. Die haben eine super Champions-League-Saison. Also deren Champions-League-Saison ist mindestens genauso gut wie das, was Gala spielt. Ja, auf jeden Und deswegen Fall. Ist dieses Spiel auch so spannend. Ja. Weil es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die extrem gut in dieser Champions-League-Saison waren. Aber ey. Bitte, Jungs, Gala hat ein Sieg davon entfernt, ins Champions League Achtelfinale einzuziehen. Da will ich eigentlich ungern so Ausreden hören mit Kopenhagen zu Hause. Jungs, ihr wisst nicht. Wenn du auswärts in Kopenhagen nicht gewinnen kannst, dann geh nicht weiter in Champions League. Weil dann kommst du vielleicht gegen City auswärts. Was willst du da sagen? So, aber was würde passieren, wenn man nicht gewinnt? Was passiert, wenn Man U gewinnt, Bayern gewinnt? Wir schauen uns jetzt alle Szenarien nochmal zum Abschluss an. Ich sag's mal so. Gala muss gewinnen. Dann kann es ihnen egal sein, was die anderen spielen. Genau. Mit einem Sieg. Und das ist auch die einzige Option. Du musst gewinnen. Alles andere wird nicht alles reichen. Alles andere, egal, selbst wenn Man U verliert, dies, das, ist egal. Weil dann bist du auf jeden Fall nichts weiter. Also wenn du nicht gewinnst, wird entweder Kopenhagen weiterkommen. Oder wenn Man U gewinnt, könnte Man U sogar Kopenhagen auch noch einholen. Gewinnt Man U, gewinnt Man U und Kopenhagen spielt unentschieden gegen Gala, kommt Man U weiter. Und das ist das Traurige. Ne? Die einzige Möglichkeit, wie Gala weiterkommen kann, ist nur mit einem Auswärtssieg. So. Gehen wir auch mal die anderen Szenarien durch. Wenn du europäisch weiterspielen willst, solange Man U nicht gewinnt, bist du auch da. Selbst wenn du verlierst, bist du im schlimmsten Fall Dritter. Du spielst in der Europa League, aber du bist nicht fix in der Europa League. Du musst dann dort nochmal gegen die Zweitplatzierten aus der Gruppe spielen. Das ist ja Barcelona letztes Jahr widerfahren. Sie mussten dann, ich glaube, gegen Man U in der Europa League spielen und sind dann in diesen Playoff, sage ich jetzt mal, fürs Achtelfinale rausgeflogen. So in der Knockout-Stage fürs Achtelfinale. Das heißt, man ist nicht automatisch in der Europa League drinnen. Man hat nochmal so eine kleine zweite Chance. Unentschieden in Kopenhagen reicht nicht, selbst wenn man die gleiche Punktanzahl hat. Hier wird die Goal-Difference entscheidend sein. Auch der direkte Vergleich. Wenn du 3-3 spielst, hast du zwar mehr Auswärtstore gemacht, aber die Tordifferenz ist einfach zugunsten von Kopenhagen. Deswegen, du musst gewinnen. 3 Punkte sind Pflicht. Ja. Also was werden Bayern und Man U machen, wenn wir uns jetzt mal die letzten Spiele anschauen? Bayern hat 5-1 von Frankfurt kassiert und Man U hat 0-3 zu Hause verloren. Gegen Bournemouth. Ein Bayern, welches Hass im Magen hat, ist meistens im nächsten Spiel dann wieder sehr stark. Und die müssen jetzt wieder was gut machen. Normalerweise ja. Das Ding ist nur, Man U ist Man U, die können, wir haben gesehen, Bayern ist dieses Jahr echt irgendwie
nicht unverwundbar sie sind schlagbar, aber ich bin der Meinung, Galla hat eine so starke Champions League Saison gespielt, okay? Das einzige Szenario, mit dem wir wirklich glücklich wären, ist ein Einzug ins Achtelfinale, der auch irgendwo verdient ist. Und ganz ehrlich, wenn Man U gegen Bayern verlieren sollte und Galla verliert auch, dann besprechen wir das hier am Dienstag, ja, in der Analyse und reden dann über die Europa League. Aber bis dieser Fall eintritt, möchte ich nur von dem Szenario Achtelfinale ausgehen und deswegen poche ich auf einen Sieg. Was ist eure Prediction? Was sagt ihr? Was prediktet ihr? Die Stunde der Wahrheit. Alles oder nichts? Wir fangen an oder ich fange an. Ich denke, das wird meiner Meinung nach spielerisch das schwierigste Spiel, was Gas in dieser Champions League-Saison bevorsteht. Alles andere hat man super bewältigt, aber jetzt kommt wirklich so der finale Test und man muss jetzt gewinnen. Die Spieler, sage ich, denken seit Tagen, Wochen an nichts anderes als dieses Spiel. Ich glaube, die sind so heiß. Eine historische Truppe. In 20, 30 Jahren wird man diesen Kader von Galla anschauen und denken, Digga, was war das? Die wollen und müssen und werden meiner Meinung nach ins Achtelfinale einziehen. Ich gehe von einem 1-2 Sieg aus für Galla. Was sagst du? Ich habe wirklich das starke Gefühl und hoffentlich täusche ich mich nicht. Das wird ein Legen. Warte kurz. Der Sieg 3-2 auswärts in Kopenhagen. Holst du uns runter vom ich hatte ja Bündchen. Immer die, als wir noch nichts von Galla gesehen haben, ja, als es noch hieß, okay, Kopenhagen war noch so ein, ja, wussten nicht, erstes Spiel 2-2, man konnte Galla noch nicht so einschätzen europäisch. Als es dann hieß, Old Trafford, Manchester United, habe ich gesagt, ey, Galla wird das machen und man hat mich für verrückt erklärt, aber es ist dann irgendwie gut gegangen und Galla hat weiterhin eine Top-Saison gespielt in der Champions League. Aber Freunde, dieses Mal, ich bin immer ehrlich, gegen Man U zum Beispiel hatte ich ein gutes Gefühl auswärts, aber diesmal habe ich ein mulmiges Gefühl, weil alles, was du zum Beispiel gesagt hast, diese Mannschaft historisch, diese Mannschaft will, die wollen unbedingt, die denken an nichts anderes. Bro, das kann ich dir genauso, also Kopenhagen wird auch an nichts anderes denken. Ja, natürlich. Weißt du? Plus, Kopenhagen spielt zu Hause. Ich habe gesehen, wie Bayern München gelitten hat dort. Ich habe gesehen, wie Man U gelitten hat dort. Man hat mitbekommen, wie City es nicht geschafft hat, dort zu gewinnen. Dortmund nicht geschafft, Sevilla hat es nicht geschafft. Auf blöd gewinnt man, auf blöd verliert man, vielleicht spielen wir unentschieden. Aber ich denke, Kopenhagen hat hier einen kleinen Vorteil. Plus, sie haben 2 von 3 Ergebnisse und mit etwas Schützenhilfe reicht ihnen auch ein Unentschieden, wenn Bayern gewinnt. Und ich denke, Bayern wird es auch machen. Ich sage, es wird ein 1-1. Und ich glaube nicht, dass es am Ende reichen wird. Leider. Aber ich hoffe. Du sagst, dein nettes Getippt, Digga, jetzt soll am Ende ist so. Der ich hoffe, alle runtergeholt. So, beruhigt euch. Ich hoffe, ich liege falsch. Ich drücke euch die Daumen. Toi, toi, toi. Yes. Machen wir alle am Dienstag, auch wir zusammen mit euch. 20:30. Wir sind live mit den Vorberichten. Aktuelle Aufstellungen werden nochmal besprochen. Ab da wissen wir genau, wer spielt. Digga, Wahnsinn. Es wird das wichtigste Spiel der Saison, vielleicht das wichtigste Spiel der letzten Jahre, abgesehen von den Meisterschaftsspielen jetzt in der letzten Saison. Aber europäisch mit Sicherheit eines der wichtigsten Spiele seit der glorreichen Zeiten mit 2013, 14. 100%. Und das könnte ein Galla-Juventus sein. So, weißt du? So sehr ähnliche Verhältnisse. Ja. Ja. Nur eben, dass man es nicht zu Hause hat, Alter. Und deswegen habe ich Schiss, Bruder. Ja, wirklich. Wir sind auswärts besser dieses Jahr dieses in der Champions League. Ja. Freunde, wir werden es am Dienstag sehen. Begleitet uns dabei. Lasst uns eine historische, legendäre Nacht erleben zusammen. Dienstag hier, 20:30 live. Folgen, abonnieren, Video liken und ihr sich jetzt aus dem Video verpissen, Freunde. Dankeschön. Ciao. Die Bühne gehört euch.